immer noch genug Ecken in dieser Stadt, überhaupt in diesem Land, wo man immer wieder auf Intoleranz und wenig Respekt stößt. Und da versuchen wir, ja, ein Zeichen zu setzen. Ist halt, dass man einen vernünftigen Spieler, einen vernünftigen Gegner, ein gutes Team hat, zusammenarbeitet. Und das merkt man dann bei unseren Kindern und Jugendlichen, dass das denen Spaß macht. Respekt für Schwule und Lesben. Das, was Menschsein ist, das muss einfach doch da sein. Und dafür muss es doch Toleranz geben. Na, der Kenntnis, ich kenne keine Lesben und Schwulen. Ich habe heute Lesben und Schwule kennengelernt. Also, dass das so ein Denkprozess ist. Ja. Genau. Im Gang und auch nicht leid, alle rennen ja mit der Federboa rum. So. Genau, genau. Ja. Und die können sogar Fußball spielen. Auch ein sehr schönes Spiel.